Hallo, ich bin der Ruti. Ich bin auf meiner zweiten Motorradreise und heute ist endlich Kaiserwetter. Und das Wort Kaiser kommt ja bekanntlich von Julius Caesar. Und passend dazu bin ich in den julischen Alpen unterwegs, die nach Julius Caesar benannt worden sind. Und mit dieser Einleitung aus der Hölle geht's los. Heute verlasse ich meine Unterkunft bei Jesenice und habe mir eine größere Tour durch den bergigen Westen Sloweniens vorgenommen. Die erste Station des Tages ist Silenci Naturreservat. Bei den Namen bitte ich zu entschuldigen, ich habe keine Ahnung, wie die ausgesprochen werden. Aber ich schreibe es dazu, dann könnt ihr das selber lesen. Und ja, es ist ziemlich geil, blaues Wasser, krasse Berge im Hintergrund. Fängt gut an. Die nächste Station ist der Wirschitzpass. Der Pass liegt im Triglav-Nationalpark im nordwestlichen Eck Sloweniens an der Grenze zu Österreich und Italien. Und Triglav ist der höchste Gipfel Sloweniens mit 2864 Metern. Und es ist auch das Wahrzeichen des Landes. Der Wirschitzpass ist der höchste für den normalen Verkehr freigegebene Gebirgspass Sloweniens. Er hat 50 Haarnadelkurven und die Haarnadelkurven sind immer mit Kopfsteinpflastern ausgelegt. Das hatte ich noch nie. Teilweise eier ich dann ganz schön rum, aber hochkommen tut man schlussendlich. Wenn man oben angekommen ist, ist man 1611 Meter über der Adria. Und ja, ihr seht, das Panorama ist brutal. Und jetzt trinke ich hier einen Kaffee. Und dann fahre ich weiter. Ich müsste so ungefähr hier die Scheitelhöhe erreicht haben. Und jetzt geht's runter ins Sotscha-Tal. Und Sotscha ist ein Fluss, der für seine krasse blau-türkisfarbene Farbe berühmt ist und als einer der schönsten Flüsse überhaupt gilt. Hätte ich es gewusst, dass so geiles Wetter ist, hier kann man halt auch mega campen. Direkt am blauen Fluss. Hier in den Alpen. Brutal. Aber gut, jetzt habe ich 2 Tage schon im Hostel in Bled gebucht.
Ui, schwankt ganz schön. Ja, heute ist so ein Tag, wo man wieder alle 3 Kilometer anhält, weil alles geil ist. Und es hat jetzt halt auch, ich bin in Slowenien angekommen, dann hat es 2 Tage durchgeregnet. Ich habe nur im Zimmer gesessen eigentlich und Videos geschnitten. Aber jetzt ist halt richtig geil, entschädigt für vieles und heute macht's richtig Bock. Dann halte ich halt 1000 Mal an, mir scheißegal. Jetzt werde ich mal meine Motorradstiefel ausziehen und meine Füße in den blauen Fluss strecken. Los geht's. Oh, Alter. Huhuhu. Kalt ist schon. Weiter geht nicht. Oh, es ist so kalt. Ich habe jetzt, vielleicht 2 Minuten drin, aber ich habe fast, also ich habe richtig Schmerzen in den Beinen. Keine Ahnung. Es ist halt so Gebirgswasser, ne? So, ich bin jetzt in Bored. Das liegt auch an diesem Susa-Fluss. Und hier ist überall Canyoning, Rafting, Ziplining, sowas. Also scheint so ein Outdoor-Sportort zu sein. Und ich esse jetzt hier was und dann versuche ich mich am Mangat-Pass. Es geht hoch auf den 4. höchsten Berg der Julischen Alpen. 2679 Meter ist der Mangat hoch. Und das erste Stück kann man so fahren und dann muss man 10 Euro bezahlen, um bis ganz hoch fahren zu können. So, der letzte Kilometer ist geschlossen. Yes. Aber ich fahre trotzdem hoch. Mal gucken. Thank you very much. Welcome. Ich bin jetzt in Kobarid und ich wusste gar nicht, was ich hier soll. Der Gastgeber von dem letzten Hotel hatte mir gesagt, ich soll hierher fahren. Jetzt war ich erstmal was trinken, da in dem Café. Und habe geguckt, was es hier so gibt. Und es gibt irgendwie einen Wasserfall und eine italienische Kirche und Beinhaus. Fahre ich jetzt immer ab, mache ein Foto und dann fahre ich weiter. Dieser Wasserfall. War die Kletterpartie hierher nicht wert. Ich meine, ist jetzt nicht hässlich, aber spektakulär ist es auch nicht.
Aber was ich jetzt mache, ich wasche mir jetzt ein bisschen das Gesicht. Weil hier unten ist es über 30 Grad den ganzen Tag. Und auf dem Mangrad war es dann 18 Grad, da hat sich dann echt nach schlecht Wetter angefühlt. Aber jetzt ist halt wieder über 30 Grad. Ist halt brutal. Vor allem, weil es halt die letzten Tage so kalt war. So, das ist die Napoleonbrücke. Auch wieder der Sosa-Fluss mit seinem supergeil blau-türkisen Wasser. Und ja, Napoleonbrücke, weil ein gewisser Napoleon hier schon drüber marschiert ist mit seinen Leuten. Und die wurde wohl im Ersten Weltkrieg zerstört. Aber wie man sieht, ist sie wiederhergestellt worden. Ist, glaube ich, das größte Wahrzeichen hier, weiß ich nicht genau. Aber der Blick auf den Fluss ist halt hier auch wieder gut. Ist ein bisschen schattig jetzt schon. Es ist schon 6 Uhr oder nach 6. Deswegen... Mach nochmal mit dem Handy ein Foto. Jetzt fahre ich schon Richtung Bled. Und auf dem Weg habe ich noch 3 so Sterne, aber ich weiß gar nicht. Bin auch schon ein bisschen fertig jetzt. Ich bin jetzt schon fast 10 Stunden unterwegs. 1,5 Stunden oder so brauche ich, glaube ich, bis Bled, wenn ich direkt fahre. Und das andere liegt Gott sei Dank auf dem Weg. Also wenn da irgendwas Geiles ist, halte ich nochmal kurz an. Ansonsten nach Bled und mein Hostel ist da. Habe ich Gott sei Dank schon gebucht. So, Lucy und ich sind angekommen. Von dem Dom Prishtava, meine Unterkunft, bis nach Bled sind es eigentlich nur 10 Kilometer, aber ich habe heute 270 Kilometer Umweg gemacht. 11 Stunden auf dem Bike, aber ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, dank des Airhawk-Kissens, kein Problem. Und ich habe jetzt schon eingecheckt im Hostel und ja, fertig bin ich jetzt trotzdem. Es war viele Eindrücke, viel gefahren und jetzt will ich noch was essen. Aber vorher muss ich noch Kettenpflege machen. So, guten Morgen. Es ist der nächste Tag. Geschlafen habe ich so mittel, aber ich weiß nicht, woran es lag. Ich war halt auch noch bis um 1 in der Kneipe. Jetzt bin ich mit Max unterwegs. Guten Morgen. Hi. Wir waren ja im gleichen Hotel untergebracht und jetzt schauen wir uns mal gemeinsam Bled an und erste Station ist die Burg von Bled, die aber so ein bisschen oberhalb liegt, deswegen schnaufe ich auch mal wieder so 20 Minuten bergauf. Leider kostet es 13 Euro, aber jetzt sind wir hier schon hochgekraxelt und wir wollen natürlich diesen Blick sehen. Bled ist eigentlich total klein und besteht hauptsächlich aus diesem See. Und der ist natürlich auch die große Attraktion. Schon seit dem 17. Jahrhundert reisen die Leute hierher. In dem See ist auch noch eine kleine Insel. Das ist da, wo ihr diese Kirche drauf seht. Und das ist die einzige Insel Sloweniens. Jetzt machen wir was, wo ich mega drauf Bock habe. Und zwar fahren wir auf diesen fantastischen See mit dem Ruderboot zur Insel. Der Bleder See war nicht immer hier. Früher war das mal eine grüne Graslandschaft mit dem Felsen in der Mitte. Und um diesen Felsen haben Feen getanzt. Und die Hirten haben ihre Schafe hier grasen lassen. Weil die Schafe alles weggefressen haben, haben die Feen gesagt, die Hirten sollen einen Teil um den Felsen einzäunen. Das haben die nicht gemacht. Da
dann hat sich eine Fee ein Bein gebrochen. Und zur Strafe haben die Feen dann die grüne Landschaft überfluten lassen. Nur der Felsen in der Mitte ist verschont geblieben. Und das ist heute die Insel. Wir haben es geschafft, sind auf der Insel angekommen. Mein Part ist jetzt schon vorbei, zurückrudern muss der Max. Und dann werden wir wahrscheinlich wie die Leute da gleich nochmal in den See springen, weil der hat irgendwie keinen Flusszulauf und deswegen ist das Wasser 24 Grad warm. Hier muss ich kurz einhaken, denn es stimmt so nicht. Der Grund für das warme Wasser sind Thermalquellen, die um den See herum existieren. Wenn die nicht da wären, ihr erinnert euch, als ich im Socha-Fluss war, hatte das Wasser 9 Grad. Hier hat es 24. Siehe. Heute ist wieder ein fantastischer Tag und ich bin noch im Bled, aber ich gebe diese GoPro-Adapter-Sache nicht auf. Jetzt habe ich mir bei Amazon nach Villach, ich habe mir sagen lassen von euch, dass es nicht Villach, sondern Villach heißt, Entschuldigung dafür, fahre ich da jetzt hin, weil ich habe mir es von Amazon in diesen Elektroladen schicken lassen, weil nach Österreich kostet es keine Versandgebühren und nach Slowenien 8 Euro. Die spare ich mir. Und dafür fahre ich jetzt dahin und mache nochmal den Läubelpass, das ist nochmal ein anderer Pass. Und zurück fahre ich dann wieder über den Wurzenpass. Wie ihr gesehen habt, ist die Einfahrt nach Österreich mehr kontrolliert als die nach Slowenien. Also in andere Richtungen wird ja gar nicht kontrolliert. Hier wurde jetzt Impfpass und Pass kontrolliert. Der Läubelpass war seit Jahrhunderten einer der wichtigsten Übergänge über die Karawanken und ging eigentlich bis auf 1367 Meter hoch. Aber 1967 wurde dann der Tunnel eröffnet, den ihr schon gesehen habt, wo es ziemlich kalt drin ist. Und dadurch ist er jetzt nicht mehr ganz so hoch. Aber das Stück in Österreich ist halt immer noch cool, kurvig und bis zu 17% Steigung. So, da ist es, das gute Stück. Weil die so nett waren, wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen, Electronics for you. Dass die super nett waren, das angenommen haben, weil ich das ja bei Amazon bestellt habe und dann haben die das hier angenommen und super geil. Jetzt hoffe ich nur noch, dass es funktioniert. So, jetzt habe ich mir noch schnell beim Polo Funktionssocken gekauft mit hier Kühling-Effekt. Es hatte auch jemand von euch empfohlen, dass Funktionssocken super geil sind. Kniestrümpfe und so. Ich habe jetzt mal so kurze genommen. Also die sind schon lang, aber das ist eben die kürzeste Größe. Ja, probiere ich mal aus, wie das ist. Haben halt so flache Nähte und sollen sich kühlen und ja, bin gespannt. Wasserableitend, irgendwie so.
So, wieder zurück im Bled. Ob das mit dem Adapter funktioniert, erzähle ich dann im nächsten Video. Und ja, ich finde, das war auch genug für heute. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Ich wollte mich noch bedanken für die Spenden bei Julian, Matthias, Peter und Norbert. Vielen, vielen Dank. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ich habe vor, nach Maribor zu fahren. Morgen. Schauen wir mal, wie das wird. Macht's gut. Ciao.